Hey, willkommen zurück zu Way of the Samurai, zur Fortführung unseres letzten Abenteuers. Und auch, ja, wir werden es auch beenden, das letzte Abenteuer, mit dem letzten Ende, was uns fehlt. Ja, beim letzten Mal haben wir Karib überzeugt, nicht auf eigene Faust zu ziehen. Wir haben Mana Murasaki beschützt, dass die Affäre nicht rauskommt und... Ja, sie hat zumindest versprochen, dass das nie wieder macht. Aber wer weiß auch, ob sie sich dran hält. Wir werden es nie erfahren, wahrscheinlich, weil es nie, wir nie mitgekriegt haben. Deswegen, ja, wir machen jetzt weiter. Am zweiten Tag sind wir angekommen. Das heißt, heute, also im Spiel heute, wird sich alles entscheiden. Und ja, wir werden dann sehen, ob wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Ja, so sieht's aus. Wo da müssen wir nicht hin, zu den Kuro? Glaube ich, oder? Können. Danke! Reiß dich zusammen! Danke! Was willst du denn? Hallo, was ist hier los? Du kannst ja jetzt nicht rein. Das ist die Residenz der Kuro. Das weiß ich doch. Ich wohne hier auch. Ich wohne nicht nur in der Villa La Kazama, ich wohne auch hier. So cool, ich habe zwei coole Anwesen, ne? Ja, deswegen haben wir uns einmal dafür entschieden, dass wir die Regierung anschließen. Hey, warte! Schweig! Ja, weil da hatten wir halt beide rum, halt Gebäude, ne? Als Gouverneur, was wir da waren. Ich war ja der Gouverneur bei einem Ende. Ja, und da haben wir ja bestimmt beide Domizile besessen, ne? Und uns immer hin und her wandern. So, okay. Du siehst, man sieht mich nicht. Oh. Gut, Gut, eigentlich kann ich hier, egal wo ich hier langlaufe, da keine Rolle. Nur Simon sieht mich nicht. Da geht einfach getrost vorbei an den Typen. Der hatte seinen Einsatz schon ein paar Mal. Die haben andere Aufgaben. Der ist wie wir vorbeigelaufen am Schrein, ne? Er muss! Was? Oh oh! Er muss was? Hier sind immer so unverständigen Sätze. Was soll das denn? Ich hab keine Ahnung, ob das hier beabsichtigt sein soll oder. Hat das nie begriffen, meine ich gesagt. So? Ah ja, Kurikichi-chan ist ja hier noch. Genau, den wollte ich mir auch noch reden. So. Was machst du da? Ich sehe mir nur das Gesicht der buddhistischen Statue an. Schau, die Statue sieht sehr traurig aus, findest du nicht? Ach, das bildest du dir nur. Das bildest du dir nur ein. Meinst du, dass ich mir das nur einbilde? Ja. Ich frage mich, ob dieser Buddha zu Susu schaut. Das werden wir auch nie erfahren. Keine Ahnung. So. Wen interessiert schon Suse, wenn hier deutlich größere Sachen im Werk sind? Na, deutlich Sachen. Ah, ist ja gut hier. Ah, die Akadama sammeln, nee, die Kuro sammeln sich. Lauf alle in die Richtung, aber dann ist ja keiner da, ne? Ist auch wieder so ein Fall. Alles weg. So, zu dem wollen wir jetzt aber nicht hin. Den gehen wir nämlich getrost vorbei. Wir müssen Akadama nicht anschließen. Sonst geht das nicht, was wir vorhaben. Alle vollzählig. Ah, sehr schön, freut mich, wenn die da, wenn die vollzählig sind. So, okay. Warte! Ich bin in Eile! Ich auch! Allein an der Akadama zu Villa! Es ist soweit! Was ist denn hier los? Ja, doch, wie lange gewartet? Los, wir müssen zur Villa! Was ist denn hier los? Was ist passiert? Was? Los, Bewegung! Kichu will endlich kämpfen! Hey, du! Ich schieße euch an, ich bin auch dabei! Keine Sorge! Ich helfe euch auch dabei! Ja, jetzt haben die richtige Entscheidung, die wir hier treffen, oder getroffen haben.
Nicht, dass wir wieder an einem anderen Ende landen, wo wir schon mal waren. Das will ich ja nicht. So. Also, los geht's. Ach, komm her. Ah, hier wird fleißig, fleißig trainiert. Wie sich gehört. Du bist gut. Ja, hoffentlich seid ihr alle gut hier. Ihr müsst ja kämpfen gegen böse Gegner. Oh. Hallo Ketchup. Ah, Kenji, du kommst gerade rechtzeitig. Wir werden gegen die Kuro in die Schlacht ziehen. Hilf mir! Warum wollt ihr gegen sie kämpfen? Gestern Nacht hat so ein Shelter eingeforst gehandelt. Alle drängen mich etwas zu unternehmen. Zuerst werden wir die Residenz der Kuro auskundschaften. Dann greifen wir die Gießerei an. Komm mit, Kenji. Wir sind gleich an der Residenz. Sollten wir ihn ein bisschen anheizen, wenn wir schon hier sind? Ich frage mich, wer er ist. Frag mich, Kenji. Und sei leise. Okay. Ist euer Plan aufgegangen? Mhm. Noch nicht. Kitsu lässt sich noch nicht beeinflussen. Ich habe ihm noch geraten, den Rokutsu-Pass einzunehmen. Was? Was sagt man dazu? Oh. Hä? Yuga, du triffst dich mit einem Spion der Regierung. Kannst du dir das nicht vorstellen? Du arbeitest für die Regierung? Du bist ein... natürlich arbeite ich für die Regierung. Was für ein schändlicher Verrat. Ha. Und nun, da du weißt, wie dumm du warst, stirb! So. Oh ja. Kümmern wir mal um die hier. Ja, weg. Da ist gerade wer abgemurkst worden. Ich denke mal, wird der das ist dieser Regierungstyp gewesen sein. Ei. So. Ist ja nicht. So. Okay, überlass ihn mir. Überlass ihn mir. Ja, wisst. Ha! Zu! Ich wollte ja Kadama und die Kuro schwächen, aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Kenji! Hättest du dich nur nicht eingemischt? Fühl dich nicht zu sicher. In diesem Moment marschieren die Regierungstruppen zum Kutzepass. Was? Und ich werde dich mitnehmen. Oh nein, zurück. Hi. Lauf zur Villa zurück und erzähl Chelsea alles. Und bereite dich auf den Kampf vor. Wir stehen allein gegen die Armee der Regierung. Nein, tun wir nicht. Da wir ja alles gemacht haben, wie es sein sollte. Ab dem Punkt weiß man ja, an welches Ende man gerät. Deswegen, weil ich gar nicht sagen, wir haben das richtige Ende erwischt. Zumindest, ja, wir gehen in die richtige Richtung, sagen wir mal so. So, dann gehen wir mal.
Kann ich auch hier hin? Ja, kann ich auch noch hin. Ja, aber kann ich die Kugel eigentlich aufmachen? Das ist auch eine gute Frage, ne? Hallo? Ich muss... Danke! Reiß dich zusammen! Danke! Macht gar keinen Sinn, ne? Warum sagt er danke, danke? So, was ist hier los? Wir stehen vor bedeutsamen Verhandlungen! Geh jetzt! Bedeutsame Verhandlungen, die werden platzen. Ah, die wollen nicht, dass man sie rettet. Die wollen nicht gerettet werden, um mal so zu formulieren. Na gut. So. Ist Ujima zu Hause? Ja, Ujima wäre sowas zu Hause. Da braucht man nicht. Haben noch keine Regierungstrippen erledigt, um sein Pferd anzunehmen. Haben noch eh nicht so viel Geld, ganz mal abgesehen. Ach, waren mal der reichste Samurai im ganzen Land, aber. Ist hier irgendwas los? Er ist ein Geflüchteter, eigentlich, hä? Alles verlassen, wieder aufgeräumt haben wir trotzdem, ne? Na gut. Ich meine, die gehen in Barf, Mistkerl! Barf? Hey, wenn du gerne stärker wärst, solltest du mir zuhören. Wie wär man denn? Wie haben wir so viel Geld? Ach so, ja, durch die Kuro. Ah, klasse. Reiß dich zusammen. Danke. Konnte ich nur dreien? Also was ist? Dreien? Na gut. Gut, ich werde dich bezahlen. Gut, ich werde dir die Geheimnisse verraten. Solltest du straucheln, halt dein Schwert mit einer Hand und ziehe dich zurück. Nach einmal 10 Sekunden fällt dir vielleicht eine neue Angriffstechnik ein. So, du füllst mir 3 Yen. Ja, nimm das. Hey, danke. Was? Verschwinde! Ich habe irgendwann 3 Yen gegeben, wenn Information, die nicht mehr wertvoll ist, sagst du mir, und dann sagst du mir auch noch, verschwinde? Mal gucken, wie die Aussicht hier oben ist. Ja, mal hochklettern. Ob man hier schon die Regierungstruppen sieht. Kamera. Kamera, danke. Man sieht hier nur da hinten eine fette 2D-Grafik mit ziemlich vielen Kanten und Ecken. Und ja. Klar, bei 2D. Oh ja! Klar, bei 2D hilft der Emulator nicht viel. Ist ja klar, ne? Oh, jetzt rennen wir hier auf den Dächern rum, aber da ist die Sackgasse so. Gehst du nicht weiter? Das ist doof. Ne? Hat man nicht da viel davon. Ja, von oben runtergekommen. Ha, ha, ha. So, Akana. Ach, willst du noch Geld? Er sieht so männlich aus, wer? Aha, ich sehe männlich aus als Frau. Danke, du auch. Oh nein. Ich muss das eigentlich anders sagen, oh nein, oder? Oh oh. Eigentlich muss ich doch sagen, oh nein, wenn er mir sagt, ich sehe so männlich aus. Ich bin immerhin eine Frau. Sollten wir ihn langsam umkehren? Wie ist es gelaufen? Was soll er denn? Es ist Kenji-san, jeder kennt mich. Oh, du bist es. Setz dich doch, ich habe interessante Neuigkeiten. Sicher? Was willst du wissen, wenn du mich jetzt so fragst? Tag. Oh, hehe. Alles. Du weißt nie, was der nächste Tag bringt. Es ist unklug, alle Menschen anzugreifen. Je mehr Verbündete du im Kampf gegen die Übermacht von Feinden hast, desto größer ist deine Aussicht auf den Sieg. Oh, hallo. Du wirst die Dienste eines großen, guten Schwertmeisters schon bald zu schätzen wissen. Schwertkämpfers. Soll ich dir noch mehr erzählen? Sicher? Was sollst du wissen? Erzähl mir nochmal alles. Wenn dich ein Gegner von der Seite oder von hinten angreift, weißt du, wie du dich umdrehen kannst? Durch geschickte Bewegungen und Paraden kannst du dich sehr schnell bewegen. Außerdem gibt es verschiedene Techniken gegen Angriffe von der Seite oder von hinten. Denke daran, wenn du mehreren Feinden gegenüberstehst. Ich spiele kann jetzt nur einfach eine angegriffen werden. Soll ich dir noch mehr erzählen? Ja bitte, wenn du so viel Hilfe hast,
Sicher. Was willst du wissen? Alles. Wenn ihr einen Gegner von der Seite oder von hinten angreift. Das hast du mir eben erzählt. Das ist Kenji-san. Ja, das weiß ich. Sollten wir ihn langsam umkehren? Wie ist es gelaufen? Außerdem gibt es verschiedene Technik gegen Angriffe. Denkt daran, wenn du mehreren Feinden gegenüberstehst. Hast du mir eben schon erzählt? Hab nicht ganz zugehört. Tut mir leid. Sollt ihr noch mehr erzählen? Ja, kannst du meinetwegen trotzdem machen. Sicher. Was willst du wissen? Ich brauche einen Rat. Tja. Oh. Versuche einen Gegner in Kampfposition aus Gleichgewicht zu bringen, bevor du ihn angreifst. Mache keine unnötigen Bewegungen und beobachte den Gegner sehr genau. Wenn du wachst, wache gut. Vielleicht siehst du dann etwas Neues. Wenn du gegen mehrere Gegner kämpfst, kannst du dir eine falsche Bewegung nicht leisten. Bewege dich, wenn es von Vorteil ist. Agiere also nur, wenn du im Vorteil bist. Sollt ihr mehr erzählen? Ein anderen Mal. Na, dann bis später. Kann ich hier eigentlich anbuchsen? Nee, jetzt nicht mehr. Haut er nämlich ab. Gut.